ein echter Ostverein. Es ist kein Verein wie jeder andere. Das ist einfach so und das ist seit Jahren so und das merkt man und ist auch gut so. Zwischen 1979 und 88 wird der Berliner Fußballclub Dynamo 10-mal in Serie DDR-Meister. Die Titel sind allerdings nicht unumstritten. Der Lieblingsclub des damaligen Stasi-Chefs Erich Mielke wird oft durch einseitige Schiedsrichterentscheidungen unterstützt. Aber 10-mal Meister muss man erstmal werden, das kriegt man nicht nur vielleicht, wie manche oder viele gesagt haben, durch Schiebung zustande. Da muss man sich schon qualifizieren für und dann das auch erreichen, wie gesagt. Und das ja, Europapokal dazu ist eine einmalige Sache, was man erreichen kann. Ich habe es geschafft, wie gesagt, ist bei mir in Erinnerung geblieben und bleibt auch immer in Erinnerung. Bekannte Namen wie Andreas Thom oder Thomas Doll sind Teil des Vereins. Doch die glorreiche Zeit endet mit der Wende. Trotz bester Startbedingungen unter den Ostclubs verliert der BFC einen Großteil der Spieler. Der Verein gerät in Schieflage. Es kamen die dollsten Spieler, Vermittler, Berater, es kamen Agenturen, es kam, wie gesagt, am Anfang waren wir eine riesen Versicherungsgesellschaft, hat gesagt, nur mal so ein Beispiel, eure Verträge, die müssen alle geändert werden. Und dann wurden die Verträge neu abgeschlossen, Versicherungsverträge, man hat richtig Geld dafür bezahlt jährlich. Also ist aber alles eine Unerfahrenheit sicherlich gewesen. Ein neuer Name soll im Februar 1990 für einen Neuanfang stehen. Der FC Berlin wird geboren. Der Versuch, sich von der Stasi-Vergangenheit zu befreien, es bleibt bei einem Versuch. Und nachher hat sich der Verein wieder zurückbenannt im BFC Dynamo. Das, glaube ich, hat alle gefreut und dass es wieder so ist, weil letztendlich ist es auch ein Stück Tradition und der Verein heißt halt so. Dann kamen natürlich diese ganzen Markenrechte noch dazu mit dem BFC Dynamo als Marke. Die Gegenwart der Berliner aus Lichtenberg ist die Regionalliga Nordost. In der abgebrochenen Saison landet der BFC Dynamo auf Rang 6. Das Fernziel bleibt weiterhin der Profifußball, wenngleich die dritte Liga kein einfaches Pflaster ist. Das Geld liegt immer weniger auf der Straße, das betrifft sicherlich alle so. Aber vielleicht hat man es da auch noch ein bisschen schwerer und aktuell, ja, ist natürlich der Wunsch, in die dritte Liga aufzusteigen, wenn man sieht, was in der dritten Liga für Traditionsvereine auch spielen. Auch wie schwer es die Traditionsvereine in der dritten Liga haben, da zu überleben, sieht man natürlich auch. Trotz alledem ist es natürlich langfristig, ist es natürlich unser Ziel, die dritte Liga. Ein bisschen durften sie hier am Profifußball schnuppern. In der ersten DFB-Pokalrunde sind die Berliner regelmäßig vertreten. Zuletzt vor 2 Jahren. Vor knapp 15.000 Zuschauern gibt es im Olympiastadion eine 1:9 Klatsche gegen den 1. FC Köln. Ansonsten sind das Highlights und diesen Verein sehr, für den Verein sehr wichtig, finanziell, wirtschaftlich sicherlich. Auch wenn es, wie gesagt, mittlerweile die Auflagen immer weiter steigen vom DFB und vielleicht sollte der DFB dann auch mal runter in die Basis gehen und sich das mal angucken, wie es dann in der Praxis auch aussieht und nicht einfach irgendwelche Festlegungen treffen, wo man manchmal denkt, ob sich das überhaupt noch lohnt, im DFB-Pokal teilzunehmen. Die Fußballwelt hat sich verändert. Das spürt man gerade beim BFC Dynamo. Dafür ist Berlin natürlich auch ein Pflaster, was, ich will nicht sagen verseucht, will ich nicht sagen, aber so ein bisschen schwierig ist, dass sich natürlich so viele Vereine auch auf so einem kleinen Raum befinden und den Spielern es natürlich auch einfach gemacht wird, da zu gucken mal da und hier dazu, haben sich die Spieler auch verändert in diesen Jahren, muss man einfach so sagen. Auch wenn es schwieriger geworden ist im Berliner und ostdeutschen Fußball, vielleicht schafft es der 10-fache DDR-Meister ja zumindest bald wieder in den deutschen Profifußball. Eine Bereicherung für die dritte Liga wäre der BFC Dynamo in jedem Fall.